allen Straßen, überall im befreiten Europa, kehren heute die Menschen wieder in ihr Vaterland zurück. In ihr Heim, in den Kreis ihrer Lieben, zu ihrem persönlichen Schicksal und privaten Eigenleben. Zurück in die Heimat. Die Rote Armee hat Millionen dem Tode geweihter Menschen befreit und sie dem Leben wiedergegeben. Was blieb hinter ihnen zurück? Buchenwald, Belzen, Dachau, Majdanek oder Treblinka? Mehr als 5 Jahre lang war Europa ein einziges Konzentrationslager. Das Schrecklichste von allen war Auschwitz. Die Stadt Auschwitz, polnisch Oswiecim, liegt unweit von Krakau. Hier schuf der Faschismus sich ein Versuchslaboratorium, eine raffiniert ausgerüstete Todesfabrik von gigantischem Ausmaß, geradezu eine eigene Industrie für Massenvernichtung, ganz nach den Ideen Hitlers und seinem kannibalischen System. Was die narzisstische Wissenschaft und Technik an Erkenntnissen und Erfindungen entwickelt hatte, ist in dieser Nazi-Mordstätte nach genau ausgearbeiteten Projekten in grausame Wirklichkeit umgesetzt worden. Hier der Lagerplan. In 6 Verbrennungsöfen wurden hier täglich 10 bis 12.000 Leichen eingeäschert. Deutsche Industriefirmen fertigten die Einrichtungen zur Vernichtung von Menschen an. 4 Millionen Menschen wurden in Auschwitz umgebracht. Das Lager entsprach vollkommen den gestellten Anforderungen. Die faschistischen Baumeister hatten die Unterkünfte so angelegt, dass die Unterbringung von Menschen in diesen Stellen nur mit Todeserfolg verbunden war. Grundriss einer Baracke. Hier eine danach errichtete Baracke, wie die Kämpfer der Roten Armee sie vorfanden. So lebten die Menschen, solange sie dieses Leben ertragen konnten. Über dem Tor des Lagers die höhnische Losung. Arbeit macht frei, gemeine Blasphemie. Wie es um die Freiheit stand, war daran zu erkennen, dass das Lager mit einem doppelten Kordon von Stacheldraht umzäunt und diese mit Hochspannung geladen war. Das Netz der elektrischen Regulatoren und Signale wurde von einer Schalttafel aus bedient. Hinter dem Stacheldraht aber gibt es nur Tote und Todgeweihte. Die Menschen lebten hier unter Verzicht auf alles, was man Leben nennt, in einer Agonie von Angst und Qual. Elena Jablenskaya, 73 Jahre alt. Stanislava Ketschkowskaya, 54 Jahre alt. Olympia Prozinowskaya, 65 Jahre alt. Warum ermordeten die Nazi-Henker diese armen alten Frauen? Im Lager wurden Lichtbilder der nach Auschwitz verbrachten Personen gefunden. So kamen sie an, aus allen Ecken Europas. Polen, Tschechen, Ungarn, Juden, Franzosen, Serben, Rumänen, Belgier. Und so fand sie die Rote Armee. Die Sowjetkämpfer haben die Deutschen aus Auschwitz vertrieben. Den überlebenden Gefangenen haben sie erklärt: Ihr seid frei, frei für immer. Die Unglücklichen aber konnten es zuerst gar nicht fassen. Sie waren auch nicht imstande zu gehen. Sind es etwa hilflose, alte Leute? Nein, dieser Mann mit dem Greisengesicht ist erst 42 Jahre alt. Unsicher trauten sie sich kaum in die Freiheit. Vojana Taus aus Jugoslawien, die kleine Katharina Werk aus der Tschechoslowakei. Thank you.
Denen, die ohne fremde Hilfe sich nicht fortbewegen konnten, halfen die sowjetischen Militärärzte. ...2819 Insassen befreite die Rote Armee aus diesem Lager. Unter ihnen befand sich auch die Familie des Mitgliedes der jugoslawischen Regierung, Dr. Anton Mandic. 8 Monate hatten Olga, Navanka und Oleg Mandic in der Hölle von Auschwitz geschmachtet. Nur ein Wunder rettete sie vor dem Tod. Aus allen Baracken kamen Häftlinge heraus. Alle Befreiten bedurften zunächst ärztlicher Hilfe. Sie wurden in die Sowjetlazarette überführt. Katharina Uager erlebte das Glück der Befreiung nicht mehr. Einige Stunden vor der Flucht haben die Deutschen sie erschossen. Bei ihrem Rückzug schleppten die Narzissten aus Auschwitz noch an 58.000 Häftlinge mit. Unter den 2819 durch die Rote Armee Befreiten befanden sich 180 Kinder. 52 davon sind noch nicht 8 Jahre alt. Wie kamen sie heil durch diese Hölle? Die Kinder wurden zu Spezialversuchen zurückgestellt. Alle anderen wurden vernichtet. Wie Mäuse oder Kaninchen dienten diese Kinder für medizinische Experimente. Faschistische Henker mit medizinischen Diplomen, die Lagerärzte Dr. Schmidt und Dr. Mengel, suchten sich unter ihnen eine bestimmte Kategorie aus. Alle, die Sie hier als Überlebende sehen, sind Zwillinge.